Euronews am Abend. Ich freue mich, dass Sie heute wieder zusehen. Das sind unsere Schlagzeilen an diesem Donnerstag. Besorgte Venezianer verlangen nach dem Hochwasser Lösungen von der Politik. Aufgebrachte Bauern demonstrieren in Hamburg gegen mögliche Umweltauflagen. Und strenge Russen lassen Kater Viktor nicht ins Aeroflot-Flugzeug, denn er hat 2 Kilos zu viel auf dem Buckel. Touristen sagen Reisen ab. Bewohner sind fassungslos angesichts der großen Schäden. Venedig kommt nach dem Rekordhochwasser nicht zur Ruhe. Viele sind wütend über das Versagen der Politik, denn der versprochene Flutschutz sollte bereits seit Jahren fertiggestellt sein. In Venedig kommt mit dem Hochwasser Missmut über die Politik auf. Der Bürgermeister geht von Schäden von mehreren 100 Millionen € aus und sprach von einer Katastrophe, vor der angesichts des Klimawandels immer wieder gewarnt worden war. Die Stadt sei nicht bereit für die Zukunft, meint der Softwareentwickler Marco Agostini. Politische Probleme würden Projekte lahmlegen. Eine Anspielung auf das Flutschutzsystem Mose, das die Stadt durch ausfahrbare Barrieren vor Hochwasser schützen soll und an dem sich mehrere Politiker unrechtmäßig bereichert haben. Ursprünglich sollte es 2011 fertiggestellt werden. Mit einer Inbetriebnahme wird aktuell 2021 gerechnet. Regierungschef Giuseppe Conte erklärte bei einem Krisenbesuch in Venedig, man sei dabei, die Probleme zu beseitigen, die die Stadt seit Jahren versinken lassen. Ein Sonderausschuss werde einberufen, um endgültige Lösungen zu finden. Zudem wird seit Jahren über die Kreuzfahrtschiffe gestritten, die durch die Kanäle fahren und laut Experten die ohnehin gefährdete Bausubstanz bedrohen. Sie sollen jetzt aus dem Zentrum verbannt werden. Das Hochwasser hatte Mittwochnacht seinen Hochstand von 187 Zentimetern über dem Meeresspiegel erreicht. Das hatte es seit 1966 nicht mehr gegeben. Damals stieg das Wasser auf 194 Zentimeter. Für Donnerstag wurden 130 Zentimeter erwartet. Der italienische Zivilschutz warnte vor neuen Unwettern mit starkem Wind in der Region. Diese Überflutungen sind nicht so schlimm wie die, die am Dienstag Tod und Verwüstung brachten. Aber die Venezianer sagen, das Wasser bringe einen unsichtbaren Feind in die Stadt. Wenn die Flut zurückgeht, bleibt das Meersalz, das die äußerst empfindliche und alte Substanz Venedigs, seine Infrastruktur und die Architektur langsam zerfrisst. Die Flut vom Dienstag nannten sie einen perfekten Sturm. Diese Schäden werfen wieder einmal Fragen zu dem komplizierten und teuren Schleusensystem auf, das seit 2003 in der Lagune gebaut wird. Schon vor Jahren sollte es fertiggestellt sein, eigentlich. Jetzt heißt es, vor 2021 wird es keinesfalls in Betrieb gehen. Inzwischen glauben die Venezianer, das Schleusensystem werde nie fertig, nie funktionieren. Und falls doch, dann werde es absolut ungenügend sein. This is Claudio Lavanga in St. Mark's Square, Venice, for Euronews. Das geplante Agrarpaket der deutschen Bundesregierung sieht schärfere Naturschutzauflagen vor. Vielen Landwirten sind diese aber ein Dorn im Auge, denn sie befürchten, durch mehr Vorschriften nicht mehr wirtschaftlich arbeiten zu können. In Hamburg haben sie heute für mehr Mitsprache demonstriert. Tausende Landwirte aus ganz Norddeutschland haben in Hamburg demonstriert. Mit ihren Treckern fuhren sie im Konvoi durch die Hansestadt. Insgesamt 3.500 zählte die Polizei. Damit wollen die Landwirte ihren Unmut über mögliche Umweltauflagen zum Ausdruck bringen. Vor allem geht es um das geplante Agrarpaket der Bundesregierung, das härtere Vorschriften mit Blick auf die Natur und die Tiere vorsieht. Die Rede ist unter anderem von strengeren Düngeregeln zum Schutz des Grundwassers. Auch der Einsatz des Pflanzenschutzmittels Glyphosat soll verboten werden. Derzeit beraten in Hamburg die Umweltminister der Länder auf ihrer halbjährlichen Konferenz über das Paket. Die Protestierenden sehen ihre Betriebe und die regionale Landwirtschaft in Gefahr.
Seit geraumer Zeit sorgen die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln für Diskussionen. Der Europarat etwa hat sich angesichts der humanitären Lage entsetzt gezeigt. Nun reagiert die griechische Regierung und bringt hunderte Migranten in neue Unterkünfte ans Festland. Um die völlig überfüllten Registrierlager der griechischen Inseln im Osten der Ägäis zu entlasten, hat die Regierung in Athen 385 Migranten zum Festland bringen lassen. Die meisten kamen aus dem Lager Moria auf Lesbos, in dem etwa 15.000 Migranten ums Überleben kämpfen. Die meisten wollen unbedingt weg, auch wegen des nahenden Winters, egal wohin. Ich weiß gar nicht, wo ich lande. Uns wurde gesagt, dass sie uns in ein altes Kloster bringen. Dort haben sie Häuser für Migranten gebaut. Ein guter Ort, haben die gesagt. Ich war 2 Monate in Moria. Es war nicht einfach, in Moria zu leben. Zu viele Menschen, zu viele Probleme. Flüchtlinge und Migranten werden in Hotels, Flüchtlingslagern und anderen Einrichtungen überall in Griechenland untergebracht. Gleichzeitig diskutiert das Europäische Parlament über die Lage auf den griechischen Inseln. Im Mittelpunkt der Debatte steht Moria. Der für Migration zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos zum Standpunkt der Kommission. Die Rolle der nationalen Behörden bei der Bewältigung der Situation vor Ort ist nach wie vor von größter Bedeutung. Das möchte ich klarstellen. Die Kommission kann nur Unterstützung leisten. Sie kann die griechischen Behörden nicht ersetzen. Die griechische Regierung hat keine andere Wahl, als Migranten aufs Festland zu bringen. Ein Ende der Flüchtlingsströme ist nicht abzusehen. Gleichzeitig schaffen es die Behörden nicht, die Lebensbedingungen zu verbessern und auf Kritik zu reagieren. Und jetzt weitere Nachrichten aus Europa und der Welt. Bolivien kommt nicht zur Ruhe. In La Paz lieferten sich Anhänger des zurückgetretenen Präsidenten Evo Morales jetzt wieder Straßenschlachten mit der Polizei. 2 Menschen kamen ums Leben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei den seit 3 Wochen andauernden Protesten auf 10 an. In anderen Landesteilen gab es ebenfalls Proteste und Plünderungen. Morales, inzwischen im Exil in Mexiko, sagte, er sei weiterhin Präsident Boliviens, denn das Parlament habe seinen Rücktritt bisher weder bestätigt noch abgelehnt. Derweil schwor die selbst erklärte Interimspräsidentin Jeanine Añez eine neue Regierung ein. Sie wolle die öffentliche Ordnung rasch wiederherstellen, sagte sie. Diese Interimspräsidentschaft wird die verfassungsmäßige Ordnung respektieren. Wir werden die Gelegenheit schaffen, alte Stigmata und Spaltungen hinter uns zu lassen. Die USA stellten sich hinter die Übergangspräsidentin. Morales hingegen sieht die Eigenernennung von Añez als verfassungswidrig an. Er spricht von einem Putsch. Begonnen hatte die Krise wegen Manipulationsvorwürfen bei der Präsidentschaftswahl vor 3 Wochen. Am vergangenen Sonntag trat Morales, der erste indigene Präsident des Landes, auf Druck von Militär und Polizei zurück. Hermanas, hermana prensa, mi gran delito ser indígena. Es ist ein Verbrechen, indigen zu sein. Hier geht es um die Klassenzugehörigkeit. Wenn ein Präsident der sozialen Bewegungen, der Arbeiter, der Landwirte im Amt ist, dann rebelliert die Polizei und putscht. In Mexiko kündigte Morales weiter an, sobald wie möglich wieder nach Bolivien zurückkehren zu wollen. Er sei auch bereit, auf die Macht zu verzichten. Im russischen Blagoweschensk, rund 5600 Kilometer östlich von Moskau, nahe der chinesischen Grenze, hat ein 19-jähriger Schüler einen Mitschüler mit einem Jagdgewehr getötet und 3 weitere verletzt. Danach tötete er sich selbst. Einer der Verwundeten befand sich im kritischen Zustand und musste notoperiert werden. Die russischen Behörden haben eine Untersuchungskommission eingesetzt. Das Motiv ist unklar. Wir gingen auf die Toilette und sahen ihn dort mit einem Gewehr. Er zielte auf meinen Klassenkameraden. Wir waren fassungslos, wussten nicht, was los war. Er sagte nur, haut ab. Wir rannten ins Klassenzimmer, haben uns verbarrikadiert und auf die Polizei gewartet.
2019 erschoss ein Jugendlicher 19 Menschen in einer Schule auf der Krim. In Russland sind Schießereien an Schulen und Universitäten allerdings selten. Es herrschen sehr strenge Waffengesetze. Nordmazedonien. Außenminister Heiko Maas versucht mit einer Reise nach Skopje das Ruder in Richtung Europa herumzureißen. Einzelne EU-Mitgliedstaaten hatten Ende Oktober den Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Balkanstaat blockiert. Aber der deutsche Chefdiplomat hält an einer möglichst schnellen Aufnahme von Gesprächen fest. Er honoriert damit, dass Nordmazedonien politisch bereits viel investiert hat. Wer es schafft, schmerzhafte Kompromisse mit seinen Nachbarn zu schließen, wer es schafft, langwierige Reformen anzugehen und wer es schafft, einen gerechten, besseren Staat für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, dem müssen wir als Europäische Union die Tür öffnen. Zum Beispiel hatte die Regierung den Landesnamen von Mazedonien in Nordmazedonien geändert, auf Druck von EU-Mitglied Griechenland. Und gegen massive Widerstände der nationalistischen Opposition im eigenen Land. Der mazedonische Außenminister Nikola Dimitrov sagte bei dem Treffen mit Maas, dass die EU die europäische Energie auf dem Balkan unterstützen müsse, wenn sie ein Global Player sein wolle. Sein Land wartet bereits seit 14 Jahren auf Beitrittsverhandlungen. Fast 1200 Kilogramm Kokain hat die italienische Polizei im Hafen von Gioia Tauro beschlagnahmt. Der hochreine Stoff wurde in 144 grünen Packungen in Bananenkisten in einem Kühlcontainer entdeckt. Die Fracht kam aus Südamerika. Der Marktwert liegt bei mehr als 250 Millionen Euro. Allerdings wird das Kokain oft noch ums Dreifache gestreckt, bevor es auf den Markt kommt. Stimmungsort war angeblich Deutschland. Der Containerhafen im kalabrischen Gioia Tauro ist einer der weltweiten Hauptumschlagplätze von Kokain. Allein in den letzten 12 Monaten seien dort mehr als 2,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. Drogen kommen meist auf Schiffen nach Europa und werden häufig in Bananen- und Kaffeeladungen versteckt. Im April 2018 fand die spanische Polizei in der Hafenstadt Algeciras knapp 9 Tonnen Kokain. Es war die größte Menge, die je in Europa in Containern entdeckt und beschlagnahmt worden sei. Laut UN-Drogenbericht für 2017 greifen weltweit 271 Millionen Menschen zu Drogen wie Cannabis, Kokain oder Opium. Verglichen mit 2009 sei die Zahl der Nutzer damit um 30% gestiegen. Hat eine Katze 2 Kilos zu viel, darf sie nicht ins Flugzeug. Aus Sicherheitsgründen. Zu diesem Entschluss kam die russische Fluggesellschaft Aeroflot und verwies Kater Viktor von Bord. Nun sorgt der Stubentiger weltweit für Schlagzeilen und ist ein viraler Hit geworden. Das ist Viktor und Viktor ist zu schwer, jedenfalls für die Handgepäckbestimmungen der russischen Fluglinie Aeroflot. 8 Kilo dürfen es sein, 10 bringt der Kater auf die Waage. Herrchen Michail Galin fand einen passenden Doppelgänger, checkte ein, tauschte die Katzen wieder aus und wurde erwischt. Aeroflot hat von Fakten Kenntnis bekommen, die auf einen vorsätzlichen Verstoß gegen die Regeln des Luftverkehrsvertrags hindeuten. Daraufhin wurde beschlossen, diesen Passagier vom Bonusprogramm auszuschließen, mit Verlust aller Meilen, die er bis dahin gesammelt hat. Gesetz ist Gesetz und ich habe die Regeln gebrochen. Die Airline hat das Recht, nach eigenem Ermessen zu handeln. Wenn sie sich für eine solche Maßnahme entscheiden, da gibt es nichts zu diskutieren. Recht haben ist das eine, Verhältnismäßigkeit das andere. Was sagen die Experten? Die Fluggesellschaft hat recht, die Regeln müssen eingehalten werden. Sie sind aus Sicherheitsgründen so gemacht. Das war unser Nachrichtenüberblick. Weitere Meldungen gibt es auf unserer Webseite und in den sozialen Medien. Haben Sie noch einen schönen Abend. Servus und tschüss.